get that Hydra. Früher oder später. Bestimmt. Welcome back. It's usually pretty quiet keeping watch over the pool of sticks back there, but it's sure been busy lately. Why, somebody else came through just earlier. You should have seen the look on my face when it wasn't you. Glad to keep things interesting. Happen to know whom I should thank for the weapons just outside my chambers, Achilles? I'm sure I wouldn't, lad. Though if I happen to run into them, I'll let them know. How you holding up, boy? Eating well lately? All three mouths full and happy? Each terrifying maw of the infernal watchdog Cerberus responds affirmatively, one after the next, as if to reassure the ever-doubting prince. You don't like it when I pet your other heads, huh? No. Das ist nett, finde ich. Weil im Endeffekt haben sie halt nur eine Streichelanimation gemacht und da streicheln wir nur den einen Kopf. Und ich finde es schön, dass sie den kleinen Satz eingebaut haben von wegen so, ja, du magst es nicht, wenn ich deine anderen Köpfe streichle, ne? Und deswegen gibt es immer nur die gleiche Streichelanimation. Olympus knows of him. Bestowing on him all their worthless blessings here within my realm. Our realm. Explain to me how exactly this is possible, Nyx. Either your limitless power has considerably waned, or you are up to something. Do not question my power, Hades. Your son was bound to be discovered the closer he came to the surface. The Olympians are pleased to know they have a distant relative, and bid him welcome to their mountain. That is all. Their influence is very limited. Blood and darkness, do not speak to me about their influence. I've seen their influence firsthand. You've made a foolish mistake. You would speak to me of foolish mistakes. You cannot change the course that has been set. Try all you like. Nyx. Ah. Some sort of special offer for me, my good shade. So, jetzt können wir das Haus von Hades renovieren, wenn wir wollen. Wir haben sehr viele dekorative Objekte, mit denen man einfach nur ein bisschen das alles verschönern oder verändern kann, wenn man will. Aber auch ein paar Räume, die tatsächlich Vorteile bringen. Wollte nicht in den Bosskampf reinzappen. Ach so, nee, Quatsch, ist ja voll cool. Hat auch, war direkt vorm Bosskampf, also hat mich gar nicht irritiert oder so. Das hat nichts damit zu tun. Wir waren einfach unterpowered. Okay. Work authorized. A fountain chamber in the depths of Tartarus sounds like an excellent idea. What's that there? Something from the Fates? So, in den Tiefen des Tartarus gibt es jetzt eine Kammer mit einem Brunnen. Das heißt, ab und zu müssen wir nicht kämpfen, sondern werden einfach nur geheilt. Ein Bonusraum, der ab und zu auftauchen kann. Übrigens habe ich vorher gesagt, Tartarus ist über Hades, aber das stimmt nicht unbedingt. Ich habe das mit Elysium verwechselt. Elysium ist drüber. Tartarus ist das erste Level, in das wir betreten. Ich kann mir vorstellen, dass das Haus von Hades im Tartarus steht schon, glaube ich. So dürfte es in dem Spiel zumindest sein. What once was a small lounging area within the House of Hades now is sealed off in utter shambles since the multi-headed Cerberus tore the space apart, mourning the missing prince. Weil wir weg waren und weil wir weglaufen wollten, hat Cerberus hier gewütet und die Lounge kaputt gemacht. Cerberus destroyed the lounge again. Das ist schon traurig. Guck mal, wer da steht. The prodigal son returns. Everyone's saying I went easy on you, Zag. Don't worry, Meg. I eventually managed to get home the painful way after all. Look, I've a reputation to uphold. You get past me again like that, you best go all the way.
Now leave me be and don't think you're gonna be so lucky next we meet out there. Ist gut möglich, dass wir beim nächsten Mal nicht so lucky sind, wenn wir sie wieder treffen. Weil die kann unter Umständen schon ein bösartiger Gegner sein. So, wir haben ordentlich was zusammengesammelt. Schauen wir mal. Ah ja, das ist immer gut. Wir können einen zusätzlichen Dash vollführen. Zweimal hintereinander dashen ist besser als einmal dashen. Kann man mehr ausweichen. Dash. Außerdem pro Raum ein kleines bisschen heilen. Hätte uns vielleicht jetzt den Sieg über die Hydra gebracht. Pro Raumwechsel, eine Handvoll HP, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich finde das... Oh, ich habe zu langsam gelesen. Ich finde das mit dem Hund zwar traurig, aber auch toll, dass die die Beziehung etwas ausbauen. Ja, ja, das stimmt. Das machen die wirklich über das ganze Spiel hinweg eben sehr schön. Grundsätzlich, nicht nur zu Cerberus, sondern zu und zwischen allen Charakteren. Okay, machen wir noch ein bisschen mehr Schaden. Noch mehr Schaden, aber auch ein bisschen mehr Heilung. Und dann schauen wir mal. Mal schauen, was heute die Waffe unserer Wahl ist. Wie viele Schlüssel habe ich eigentlich? Nicht genug wahrscheinlich. How's it going? Hey! Nee, die Waffe unserer Wahl wäre der Speer, aber den können wir uns überhaupt nicht leisten. Ich nehme mal wieder das Schwert. Das ist zwar, finde ich, gar nicht so gut. Ich mag das nicht. Aber... Time to give that thing some work, I guess. Aber zur Abwechslung. Jetzt hatten wir den Bogen. Nehmen wir das Schwert wieder. Das ist plain und simple. Das hat nicht so viel fancy Moves. Normaler Angriff, Special Angriff, fertig. Mehr kann man nicht. Ja, der Dash-Stich, den gibt's noch. Stimmt. Hey Skelly, you look like you know your way around Tartarus. Found some of this ancient Titan blood out there and I was looking to score some more. Ah, you come to the right place regarding that there, pal. It's your mean weapons back there that can find this stuff. Once you get all the way through Tartarus with one, that's all the blood you're gonna get. For the time being, anyhow. How am I supposed to keep track of which weapons I've earned these with then? I don't know. There's always the invention of writing stuff down. You'll figure something out. Genau, so mit dem Bogen haben wir Tartarus schon geschafft. Das heißt, damit haben wir das Blut schon verdient. Which to choose? Noch 7 Encounter, damit wir das Halsband hochleveln. Ja gut, los geht's. Der Bogen Alright, ist, finde ich, viel besser. Also ich komme mit dem Bogen viel besser klar als mit dem Schwert. Wahrscheinlich werden wir jetzt nicht so weit kommen. Aber kommt auch immer auf die Segen an. Es ist immer auch ein bisschen Glück. That looks like a Daedalus Hammer. Oh, Daedalus Hammer. Das ist auch interessant. Das ist nicht wirklich ein Gottsegen, ein göttlicher Segen, weil die göttlichen Segen, die widersprechen sich auch teilweise. Man kann teilweise nur einen Segen haben und die heben sich gegenseitig auf, wenn man nicht aufpasst. Aber dieser Daedalus Hammer ist nochmal was anderes. Damit kann man seine Waffe einfach verstärken. Unseren Strike Dash entweder um 20% erhöhen oder wir halten Attacke gedrückt, damit wir schnell hintereinander angreifen. Unsere Attacke schießt eine Welle, die Gegner durchdringt. Oh, das klingt interessant. Daedalus, wherever you may be right now. Thank you. I like that. Das ist ja voll cool. Wir haben unser Schwert gerade in eine voll gute Fernwaffe verwandelt. Ich meine, voll gut ist relativ, aber wir haben eine Fernwaffe. Das heißt, auch wenn ich einen im Nahkampf verprügel, kann der von den Projektilen hinter sich getroffen werden. Das könnte mit dem richtigen göttlichen Segen zusammen ziemlich mächtig sein. Each time the prince delves back into the underworld, its ever-shifting chambers realign to frustrate his attempts to perhaps map it out. Built to ensure no one gets out. We'll see about that. Numbskulls. Pest. Kleiner Arsch, hat mich getroffen. Macht mir zum Glück nicht viel Schaden. Ah ja, jetzt müssen wir uns entscheiden, ob wir entweder hier Poseidon nehmen oder
Warum kann ich mir denn die ganzen Namen heute nicht merken? Die Jagdgöttin. Nicht Athene, sondern... Fällt mir nicht ein. Gehen wir mal zu ihr, weil sie hatten wir noch nicht. Heavenly archer I know of. Well, several, really. Anyway, in the name of Hades, Olympus, I accept this message. I heard about you. Look, I'm not like all the others on Olympus. The power of the hunt helps keep me company, so maybe it'll help you too. So, Artemis Segen. Unsere Attacke ist stärker, mit einer 15%igen Chance kritischen Schaden zu verursachen. Das ist natürlich jetzt vor allem in Kombination mit der Welle ziemlich gut. Ich glaube, das nehmen wir auch. Kritische Trefferchance von 15% macht dann 200% Schaden, doppelten Schaden. Das kann man ausbauen, das könnte fett werden. Okay, Schlüssel oder Geschenk für die Götter? Schlüssel oder Geschenk für die Götter? Erstmal ein Schlüssel. Ich bin mit dem alten Halsband von Cerberus ganz zufrieden als Artefakt. Ach, komm schon. Diese blöden kleinen Schädel sind teilweise echt nervig, finde ich. This can unlock a weapon back at home. Mehr maximale Lebensenergie oder ein Segen von Athena? Da bin ich echt immer hin und her gerissen, weil mehr maximale Lebensenergie ist schön und gut. Aber in der Regel... holen wir uns einen Segen. Brimstones. Lady Athena. The one called Nyx. She is your mother, as I understand. We Olympians rarely consort with the Chthonic gods. Though Nyx herself reached out to me about your plight, and I was spurred to act. Ah ja, unsere Mutter Nyx hat quasi Kontakt zu Athena aufgenommen. Und dadurch wissen die olympischen Götter überhaupt erst von mir. Unser Special ist stärker und deflected. Unser Dash deflected. Oder weniger Schaden durch Gegner. Weniger Schaden durch Gegner. 5% weniger Schaden. Wir haben auch diesmal echt nicht so viel Glück mit den Segen. Wir kriegen nur die blöden Standardsegen. Die Götter mögen uns heute nicht so gern anscheinend. Zeus oder Geld? Zeus oder Geld? Nehmen wir Zeus. Machen wir einen Boss. Mini-Boss. Ich weiß immer, ich weiß gar nicht. Ich habe mich so über die Hintergrundberechnungen über das Spiel von dem Spiel noch gar nicht informiert. Das mache ich in der Regel immer erst ziemlich spät, wenn mich das Spiel nicht mehr so sehr interessiert. Aber vorher will ich gar nicht, will ich blind an das Ganze rangehen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man jetzt zum Beispiel im Bossraum als Belohnung quasi eine höhere Wahrscheinlichkeit für seltene Segen hat. Ich könnte es mir vorstellen, ich weiß es aber nicht, ob es stimmt. Had enough. Ah, unser Halsband ist gerade hochgestuft. Well, my nephew, you're admittedly in quite a bind down there. But what is life without its struggles, hm? You'll make it here eventually, I'm certain. Ah ja, guck, alle rare. Wahrscheinlich ist es so. Also, unser Special verursacht Blitz, unser Cast, Kettenblitz, unser Dash. Warte mal, after you dash just before getting hit.
After you dash just before getting hit, a bolt strikes a nearby foe. Ja, ich schätze, alright, Lord Zeus. Wenn ich rumdashe, kommen Blitze und treffen meine Gegner. Ich bin mir nicht ganz sicher, das müssen wir mal testen. Just before getting hit, verstehe ich nicht ganz. Ach so, if you dash just before getting hit, ach, jetzt verstehe ich. Wenn ich dashe kurz bevor ich getroffen werde, dann wird der Gegner vom Blitz getroffen. Ich glaube, das wird passieren, öfter mal, eher zufällig. Okay, weiter geht's, wir haben nur eine Wahl. Bleibt uns nicht viel Möglichkeit so zum... Das war gerade ziemlich cool. Keine Ahnung warum. How fares your feud against my crusty elder brother lately? Good? Big Hades, he is disagreeable with all of us, not just with you. So don't you take it personal and stick with me. Oh, was haben wir hier? Mein Dash. Oh ja, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Mein Dash macht Schaden und schubst Gegner weg. Dann kann ich quasi mit dem Dashen jetzt schon Gegner schädigen, wegschubsen und Blitze erzeugen, die die treffen. Ich hoffe, wenn ich die wegschubse, werden die trotzdem noch vom Blitzen getroffen. Aber zumindest sind wir jetzt ein Elektrowellen-Dash-Zeugs. Also ein bisschen heilen. Mehr Schaden gegen Rüstung. Ein zusätzlicher Cast. Ich spare unser Geld. Wir haben zwar noch nicht viel aktuell, aber wenn man da mal so 150 oder mehr zusammenkriegt, lohnt es sich, einkaufen zu gehen. Aber, naja, mal schauen. Jetzt haben wir aktuell einen echt gar nicht so schlechten Dash. Gut, dass ich schon verbessert habe, dass wir zweimal schnell hintereinander dashen können, weil das macht uns jetzt zu einer ziemlichen Dash-Maschine. Naja, Palm of Power ist immer gut. Holen wir uns. Louts. Schon cool. Delicious. Delicious. Verbessern wir unseren Dash, würde ich sagen. Ich glaube, ich spezialisiere mich jetzt tatsächlich ziemlich auf diesen Dash. Dash, dash, dash. Dash, dash, dash. Dash your booty. Okay, wir haben nicht genug Geld, dass wir was wirklich Sinnvolles oder was wirklich Gutes beim Händler kaufen können. Eventuell hat er für 100 goldene Palm of Power im Angebot, das wäre gut. Holen wir uns den Schlüssel, können wir neue Waffen freischalten, haben wir ein bisschen Abwechslung und Auswahl im Sortiment. Warum nicht? Das ist gerade gegen diese nervigen kleinen Köpfe sehr gut. Aber der hat mich trotzdem gerade getroffen. Oder die Falle, ich bin mir nicht sicher. Der Dash. I can use this to unlock a weapon. Der rockt. Eine Palm of Power, das ist gut. Ein kleiner, vorübergehender Laden. Ja, hey, das mache ich. 20 Gold ausgeben, dafür kriegen wir 27 Darkness. Die können wir für permanente Upgrades benutzen. Immer gut. Durchspielen werden wir es in dem Run sowieso nicht. Also warum nicht für zukünftige Runs investieren? Cool.
Ah, voll in die Stacheln gerutscht, dich doof, Batz. Machen wir unseren Dash noch stärker. Mehr Dash. Ja, machen wir den Dash einfach. Palm Power. Palm Power. Ah, ein bisschen zu wenig Gold für den Händler. Hätte ich mir doch nicht die Darkness gekauft. Ist egal. Ist egal. Olympus, I accept this message. So, unser Special, den haben wir in dem Run noch kein einziges Mal gemacht. Slamming foes into barriers creates a waterly blast in the area. Also wenn ich Gegner irgendwo dagegen haue, dann gibt es einen Water Blast. Dadurch, dass ich die mit meinem Dash rumschubsen kann, passiert es wahrscheinlich öfter, dass ich die irgendwo gegenschubse. Also eventuell macht das Sinn. Your boons with knock away effect also rapture. Für 3 Sekunden... Ah, ja, das ist auch nicht schlecht. Wenn ich die schubse mit meinem Dash, kriegen die für 3 Sekunden alle 0,2 Sekunden 10 Schaden, wenn sie sich bewegen. Oh. Oder einfach 100 Schaden, wenn ich die... Naja, aber nehmen wir ruhig. Hier, komm. Bam. Okay. Bam. So, ich muss jetzt mal eine ganz kurze Pinkelpause einlegen. Ich habe zu viel Cola schon getrunken. Und dann... geht's wieder auf zum ersten Boss. Diesmal mit Dash Power. Mal schauen, wie weit wir kommen. Bin sofort wieder da. Okay. Wo waren wir? Warum wird meine Stirn eigentlich durchsichtig? Wenn ich zu nah an die Kamera gehe. Wartet mal kurz. Ich bin verwirrt gerade. So ist besser. Okay. Also gut, wo waren wir stehen geblieben? Ich kann super gut dashen und Mac wartet auf uns. Schauen wir mal. Das ist schon gut, aber ob es gut genug ist, wer weiß. Hello, Mac. And there you are again. Lord Hades ought to lock you up rather than let you run amok in his domain like this.
I'm sure he'd welcome all this feedback from you, Meg. Or maybe you're just pining for my father's job. I have no envy for your father's position. Besides, I happen to enjoy my own responsibilities. Das ist eben mies. Jetzt muss ich in den Nahkampf und da macht sie ab und zu eine wirklich gemeine Nahkampfattacke. Das ist halt mit Pfeil und Bogen leichter gegen sie. Steht ja auch noch auf einer Falle, ey, das ist ein bisschen mies. Yes! Easy. Cool. Läuft echt gut. Yes. Ich muss sagen, ich bin hier auf meinem großen Bildschirm deutlich besser als im Handheld-Modus, muss ich schon sagen. Da sieht man doch die Feinheiten ein bisschen besser. Es hält some sort of power, but for what? Okay. Zwei Blut. Das ist gut. Aber jetzt brauchen wir die noch gar nicht. Eigentlich. Aber für später. Did you enjoy the stint in Tartarus? Hier kann man übrigens seine Segen auch verkaufen und zu Gold machen. Und hier kann man eben so vorübergehende kleine Segen kaufen. Mache ich jetzt aber nicht. Weil wir haben gerade 150 Gold. Beim nächsten Händler könnten wir uns dafür vielleicht einen coolen Segen kaufen. The path from Tartarus is finally laid bare. Far above, the heat from Phlegethon, the river of flame, is faintly felt already, even as its dangers lie in wait. Phlegethon. Phlegethon. Lovely. So, Della, weiter geht's. Ups, das wollte ich nicht. Egal. Clear. Hot up here. Within the suffocating heat of Asphodel reside the vast majority of those who lived upon the earth and died. There they persist until the end of time. Or until I crush their bones to dust. Skull crushers. Oh. Na, war doch halt so schlimm. Sechs Schlüssel haben wir jetzt schon. Cool, beim nächsten Mal können wir uns eine neue Waffe freischalten. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall die Power of Pom. Die Pom of Power. Pom Power halt. Und dann können wir uns an Dash noch ein bisschen boosten. Slam Dances. Hier muss ich echt mit den Bomben aufpassen, dass ich da nicht rein dashe oder so. Oder vor lauter Effekte einfach nicht mitkriege, wenn die sterben. Who else? Sehr schön. Your boon with knockback effect. Ach so, mehr Rapture Schaden. Naja, ich weiß gar nicht. Gut, unsere Attacke, die benutze ich natürlich oft. Mehr Schaden heißt auch mehr kritische Treffer. Auch nicht schlecht. Nehmen wir die.
Oh, jetzt müssen wir uns entscheiden. Entweder gehen wir wieder zu Sisyphus und kriegen von dem einen Bonus, oder wir gehen aber zum Styx Totenfährmann und könnten bei dem ein bisschen für über 200 Kammer shoppen sinnvoll. Okay, gehen wir shoppen. Naja. Here's the fee. Ah, you found me, little nephew. Strewn among the inventories of that most disturbing river boatman. That means you win my blessing. Unser Special, den benutze ich nie. Unser Cast benutze ich auch nie. Sollte ich vielleicht mal. Aber gut. Jede Kristall, Dunkelheit oder Gold Chamber ist 50% mehr wert, macht am Anfang des Spiels viel Sinn, aber jetzt, ich glaube, wir schaffen die Hydra wieder, aber nicht wahrscheinlich. Na, mal abwarten, aber trotzdem, ich glaube, das lohnt sich nicht mehr. Aber andererseits mehr als die anderen Sachen, die ich eh nie benutze. Also nehmen wir es. Und Heilung kaufen wir uns auch noch. Don't spend it all in one place, mate. Doch. Hey, good to see you out here, mate. Looks as though you've got some fine wares up for sale, don't you? War schön mit dir gesprochen zu haben. Mini-Boss und dann Zeus-Belohnung. Okay. The barge of death is always here for me. Ah ja, das ist wieder das Blut, okay. Ja, oh, jetzt ist wieder die letzte irre Runde hier. That's what you get. Na, no, lief gar nicht so schlecht. Lord Uncle Zeus. Epic! Entweder können wir unseren Cast verbessern, um Kettenblitze rumzuschicken. Oder after you take damage, your foe is struck by lightning. Komm, holen wir uns den Revenge-Blitz. Wenn wir dann doch mal getroffen werden, dann kriegt der Gegner dafür eine ordentliche Budinski-Schelle des Todes. Oder so. Warum nicht? Hey Felix, danke schön für die Spende. Voll nett von dir. 2021. Ich verstehe. I see what you did there. Dankeschön. Voll nett. Spread us. Nicht ins Feuer boosten und dann stehen bleiben. Autsch. Nicht in Projektile rein boosten. Dashen meine ich. Mann, ihr seid nervig. Und warum steht ihr überhaupt bitte da mitten im Lavasee? Ich komme da nicht so gut hin zu euch. Ein bisschen gemein. Thank the gods. Schön, dass unsere Belohnung jetzt da in der... Oh, come on. Hey, wir könnten hier ein bisschen Geld ausgeben, eventuell für Instant Heilung. Oh, das wäre auch gut. Können wir uns nicht beides leisten? Dann nehme ich lieber Instant Heilung jetzt. Vielleicht schaffen wir die Hydra ja doch heute. Also, was heißt in dem Run, meine ich jetzt? Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Naja. Poseidon hat uns bis jetzt gut gedient, ne? Er hat uns gut geholfen. Gehen wir wieder zu Poseidon.
Feuerbälle. Manchmal kommen hier in dem Level einfach so Feuerbälle aus der Lava. Oder aus dem heißen Fluss, was auch immer der transportiert. Das wird dann nicht so genau angesprochen. Das ist böse. Ein Duo? Was haben wir denn hier? Your cast fires a second projectile. Ich mag keinen Cast. Your attack and special are stronger for the first 10 seconds. Weiß ich nicht. Finde ich alles nicht gut. Nehmen wir unsere Attacke ist in den ersten 10 Sekunden eines Encounters um 50% stärker. Das ist jetzt, finde ich, schon ein sehr spezifischer Segen. Aber gut, wird uns manchmal bestimmt ein bisschen helfen. Delicious. Stärkere Attack, stärkere Dash. Dash ist halt dann doch nur um 10 stärker, während wir hier prozentual steigen. Was nicht unbedingt mehr sein muss. Ich bin mir nicht sicher. Mensch. Machen wir einen stärkeren Dash trotzdem ein bisschen. Und jetzt geht's schon wieder auf zur Hydra. Ah. Schauen wir mal, ob wir Glück haben diesmal. Jetzt habe ich halt nicht so gute Fernkampf-Skills, die eigentlich echt nützlich wären für die Hydra hier. Hydra. Ich muss ein bisschen besser aufpassen, was ich mache. Okay, erste Runde vorbei. Also, jetzt geht's erst richtig los, leider, aber ja. Wir hauen auf jeden Fall rein, kann man nichts sagen. Wir hauen ganz schön rein. Die halt leider auch. Yes! Sehr gut. Heads down. Sure. Mein Herz schlägt. So schnell, aber wir haben einen Diamanten. Cool, Hydra geschafft. Crazy, das läuft so gut, ey. Aber jetzt ist vorbei. Jetzt zieht der Schwierigkeitsgrad nämlich nochmal gewaltig an. Should be handy. Jetzt ist der Spaß vorbei. Haben wir gar keinen... Ah, doch, hier. Nee, doch nicht. Nee, oder? Nee. Nee. Keinen optionalen Dialog. Na gut. Made it this far. Cheers. Jetzt wird's ernst. The Fields of Elysium. Elysium. Ganz ohne Disco. For all his faults, Father did make this place look good. The rare heavenly splendors of Elysium, reserved for only the most great of mortal souls, spread forth luxuriantly all about the fire-stepping prince. Luxuriantly? Really?
holen wir uns Lebensenergie. Haben wir vielleicht noch eine kleine Chance, ein paar Räume zu überleben. The eyeball, is that him? Wir sind ziemlich stark. Wir sind schon ziemlich stark, aber hier ist es trotzdem krass. Im Grunde haben die Seelen, die hier spawnen, die Gegner, die hier spawnen, die Waffen, die ich freischalten kann, zur Verfügung und haben teilweise echt mächtige Fähigkeiten damit, machen massiv Schaden und können sich regenerieren, wenn ich sie nicht schnell genug töte. Das ist alles nicht so leicht hier. Weiter geht's. Splitters. Stay dead next time. Autsch, das war gerade. Ich bin gerade voll in so einen Multiball reingedasht. Ich habe den vollen Schaden abbekommen. Bestimmt 20 oder so auf einen Schlag. Das ist nicht gut. Mhm, aber wirklich. Gold oder Lebensenergie? Holen wir uns noch mehr Lebensenergie, weil Gold können wir wahrscheinlich gar nicht mehr ausgeben. Strongbows. Come, wretches. Ja. Das lief sogar noch echt gut jetzt. Meine Güte. Ich gehe nicht in den Minibossraum, oder? Wir gehen nicht in den Minibossraum. Wir versuchen noch so weit zu kommen, wie es geht. Beim Boss ist dann eh Schluss. Longspears. Eine Kombination hier. Ah, dammit. Dammit, one's come back. Mist. Hat sich regeneriert. Aber ist schon okay. Irgendwie That's überlebt. Wir hangeln uns hier echt von Heilung zu Heilung. Es ist lächerlich. Okay, gehen wir mal zum Händler. Vielleicht hat der ein bisschen Heilung für uns. Wenn wir die Energieleiste nochmal voll kriegen würden. Nein. Jetzt muss ich mich entscheiden. Ich glaube, ich nehme lieber Athenas Segen. Ja, komm. Should help keep me going. We cannot effectively communicate with Charon from Olympus, but he is amenable to certain trades and seems unfettered by your father's influence. Ooh. Epic. Mein Cast. Ah. After you take damage, damage flows around you and briefly deflect. Das nehmen wir jetzt. Ich weiß, ich habe gesagt, ich nehme immer das Seltene. Aber mein blöder Cast, ey. Oder? Nee. Strength of the Goddess. Oh Gott. Chariot. Wir sind gestorben, aber wir haben noch ein extra Leben. Aber das ist jetzt hier schon extrem.
clear. Damn it. Damn it, damn it. Wo gehen wir jetzt lang? Da lang. Ich dash jetzt gerade einfach voll durch die Gegend wie ein Irrer, um so viel Schaden wie möglich zu vermeiden im Grunde. Funktioniert ehrlich gesagt viel besser als ich dachte, einfach nur wie ein Irrer rumdashen. Vielleicht macht es für euch beim Zuschauen gar keinen Unterschied, aber vorher war es viel kontrollierter als jetzt. Jetzt ist es viel chaotischer, funktioniert aber irgendwie super. Naja, aber ab und zu kriegt man doch Schaden, den ich anders vermeiden könnte. Aber gut, andererseits habe ich anders auch Schaden bekommen. Ein Duo. Your Cast. Ach komm, könnt ihr mich nicht mit dem Cast in Ruhe lassen? Ich will keinen Cast. Aber Special interessiert mich auch nicht, also nehmen wir das. Ein zweites Projektil, wenn ich caste. Na meinetwegen. Cheers, you two. Palm of Power. Wir sind so gut wie tot. Aber was bringen uns 200 maximale Lebensenergie? Aber gut. Flame wheels. Die sind gemein, weil das sind quasi Suicide Bomber. Aber wenn ich nur im richtigen Moment dashe, können wir den eigentlich ganz gut ausweichen. Wann kommt das nächste Resident Evil Timeline Video? Wahrscheinlich übernächstes Wochenende, glaube ich. Oder die Woche drauf vielleicht. Irgendwann nächstes Jahr, auf jeden Fall. So viel kann ich ziemlich sicher sagen. Irgendwie haben wir das auch noch überlebt. Ja, komm, gehen wir zum Händler. Das ist wenigstens ein Raum, in dem wir nicht kämpfen müssen. Schon allein deswegen. Ich glaube, wir kommen noch zum dritten Boss. Das hätte ich nicht gedacht. Aber der wird uns jetzt zerschmettern wie eine Fliege vom Brot. Ja? Cheers, mate. You know, one thing I'll say for Charon there. He doesn't talk too much. And since neither do you, I'm letting you have this. After you cast or hit with an attack or special, fire a seeking arrow. Aha, jedes Mal, wenn ich angreife, schieße ich einen Pfeil. Nur wenn ich treffe mit dem. Aber gut, das ist gut, glaube ich. My sense is sharpened. Das hätte ich gern früher gehabt. Aber ja, gut. Jetzt geht's in den Abgrund. Die Resident Evil Story Geschichte ist ziemlich kompliziert. Was hältst du von dem neuen Teil? Vom achten? Ja, ich bin gespannt drauf. Ich bin wirklich gespannt drauf. Ich mag die Third-Person-Teile lieber. Ich bin kein Fan von der First-Person-Kamera, wobei die schon auch sehr stimmungsvoll ist im siebten Teil, das stimmt. Die Spiele machen mir, also das siebte Teil macht mir, obwohl ich ihn sehr gut finde, halt aber trotzdem weniger Spaß als jetzt zum Beispiel die Remakes. Aber trotzdem bin ich sehr gespannt auf den achten und der wird bestimmt gut auch. Bin nur gespannt, wie gut. Vorsätze fürs neue Jahr habe ich eigentlich nicht, nee. Damit habe ich schon lange aufgehört mit dem Blödsinn. Bringt eh nichts. Oh wow. Yeah. Hold, fiend. You'll walk not one more step toward the light of day, so long as I am here. Weniger Kuchen essen. Das ein guter Vorsatz ist. Ist Kuchen nicht toll? Two against one. Seems hardly fair. Ah well. Let's kill him and be done, King. Theseus? The Bull of Minos? You two are legends.
I'd be honored if we had a sporting contest here. A naked attempt to sway me from my convictions. Defend yourself, you blackguard, and may the gods show you some mercy, for I shall not. Okay, schauen wir mal, wie lange wir hier durchhalten. Und weg sind wir. Aber das lief so verdammt gut. Verdammt, das war ein verdammt guter Run. Also, dass ich überhaupt bis zu dem dritten Boss gekommen bin und das schon beim dritten Durchlauf, ist voll unglaublich. Das ist fast ein bisschen blöd, dass ich so weit komme die ganze Zeit, weil ganz viele Dialoge verloren gehen dadurch. Weil eigentlich gibt es Dialoge, die darauf eingehen, wenn man einfach nicht aus dem Tartarus rauskommt und wenn man gegen den ersten Boss dauernd verliert. Und lauter so Sachen. Das geht uns jetzt flöten. Aber gut, ich habe ja eben auch schon einige Stunden Spielerfahrung. Wenn ihr das selber spielt, dann werdet ihr wahrscheinlich da auch ein anderes Erlebnis haben. Und ja, es ist gut sogar, wenn man öfter stirbt, würde ich sagen.